Hallo zurück, liebe Freunde. Herzlich willkommen bei Cities Skylines. Hier in unserer Stadt eine neue Aufnahmesession für mich. Und ich erinnere mich, dass wir kurz vor der 100.000 Grenze waren. Und jetzt sind wir bei 109.000. Das heißt, wir können ordentlich Geld lassen. Was haben wir hier? Zu wenig Dienstleistungen. Was für Dienstleistungen meint er denn? Muss da vielleicht ein Bordell oder so hin? Es ist tatsächlich auch schon 2 Tage her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich erinnere mich, hier war Schüttung, Bielefeld und wir hatten die Universität. Wie waren das hier noch? Wollt ihr... Feuerwehr haben wir, Polizei vielleicht? Wollt ihr eine Polizei? So sagt es mir doch. Keine Ahnung. Ja, das reicht nicht ganz. Das ist ja ekelig. Und wenn man dieses große Ding hier nimmt? Ah, das kostet teuer Geld. Wie war das denn nochmal? War nicht Energie auch bald wieder knapp? Ne, jetzt gerade geht's. Na gut, Windgeschwindigkeit 10. Das kennen wir ja schon. Wenn der Wind dann mal abflaut auf die Hälfte, dann... Katsching. Genau, Wasser brauchen wir ja auch wieder. Eine neue Pumpenstation. Wir haben doch schon 2, oder? Oh nein, du bist voll. Ach, entleeren. Du kannst wieder mitspielen und du wirst noch entleert. Ja, aber du... Der da ist schon wieder halbwegs voll. Diese Müllverbrennungsanlage, die war doch ganz geil, oder? Können wir die nicht auch hier noch irgendwo unterbringen? Damit wir von diesen Deponien wegkommen, weißt du? Haha, ich fuchs. Ihr Fuchs, ihr Fuchs. Hier so ein Kreisverkehr, wo es alle stört. Nein, okay. Ich verstehe schon. Ich habe jetzt 3 davon gebaut, ehrlich? Wow. Krass. Ich bin so unentschlossen heute. Ach, na gut, na gut, na gut. Ich will wohl mal eben schauen. Welche hatten wir denn? Wir hatten hier mit dieser großen Straße, hatten wir doch super Erfahrungen gemacht, oder? Ja, ich glaube wohl. Wir bauen mal hier rechts vom Kreisverkehr ein bisschen weiter gleich. Aber... Was für eine... Ach so, der Bodenrichtwert generell. Okay, pass auf. Dann nehme ich eine Polizeistation, knall die dahin. Und jetzt suchen wir uns noch... Was brauchen wir hier nochmal? 19.000 Leute. Irre. Irre. Hier pflanze ich euch nochmal eben so einen Ventilator rein. So. Jetzt geht's los. Bielefeld wollte ich noch nicht weiter ausbauen. Ich will ja erstmal gucken, wo sich das Ganze noch so hin entwickelt. Würde ja vorschlagen, wir machen das hier hin. Das dahin. Oh wei. Oh wei, oh wei. Aha, das passt da nicht dran, oder wie? So vielleicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, nee. Nee, was war das noch? Gerade Straße, ja genau. Auch nicht. Brrr, verflixt. Wie kriege ich denn da jetzt einen Anknüpfpunkt? Sag schon. Aha. Ach so, eine Verbesserung.
Ja, so. Und jetzt. Jetzt darf ich da bestimmt dran, oder? Oh, immer noch nicht. Verdammt. Menno, ich will aber so gern. Ich meine, es ist ja keinem geholfen, wenn ich bis hierhin baue, ne? Und was ist, wenn ich eine kleinere Straße nehme? Eine noch kleinere Straße? Vierspurig mit Dekorativen, vierspurig mit was in der Mitte drin? Ne, keine Chance. Ich darf da nicht dran. Das ist ja ungünstig. Sag nicht hier mit einer Einspurigen. Oh Gott, mit einer Einspurigen. Ehrlich? So? Ah. Schön ist das nicht. Aber gut. Ich lasse das mal eben so. Nee, kleine Stadt. 10.000 Peoples haben wir. Neue Dienstleistungen. Zug und einzigartige Gebäude Stufe 6. Neue Richtlinien. Enthusiast. Hightech-Häuser. Ui, Wasserkraftwerk dürfen wir bauen. Güterzug, Bahnhof und Bahnhof. Halleluja. 60.000 und 54.000. Ich glaube, ich will aber gar keinen Bahnhof im Moment. Nicht wahr? Einzigartige Gebäude, Stufe 6, Stadion. Ach du Kacke. Quelle des Lebens und Tod. Ein hübscher Springbrunnen. Ich sehe schon, das wird richtig gut. Nee. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Ach du heiliger Vater. Haben wir denn irgendwie hier Bodenrichtwert? Bodenrichtwert niedrig. Wie kriegt man den hoch? Wie kriegt man den hoch? Jetzt sag nicht Viagra streuen, ehrlich. Dann werde ich aber garantiert. Nein, Gott. Es lag mir ja selbst auf der Zunge. Komm schon. Mir wandert die ganze schöne Industrie hier ab, hör mal. Errungenschaft, sichere Stadt. Zu wenig Dienstleistungen. Feuerwehr haben wir ja. Ich kann euch noch eine Arztpraxis hier hinbauen, wenn ihr Bock habt. Komm, ich baue euch da auch noch eine Arztpraxis hin. Parks und Plätze, botanischer Garten, andere Parks, Basketballplatz. Mhm. 15.000, 2.500. So vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich baue das da einfach mal hin. In der Hoffnung, dass es besser wird. Ach ja, genau. Wasserkraftwerk. Fließendes Wasser ist eine unendliche Quelle kinetischer Energie. Ja, das stimmt. Hier fließen unsere Abwässer rein. Wie geht das denn? Aha, okay. Hier vielleicht? Baukosten 80.000. Mache ich. Mache ich einfach mal. Und jetzt? Erzeuge ich hier jetzt gerade Strom? Oder was tue ich hier? Außer Betrieb. Ach so, das dient auch als Straße, oder wie? Warte mal. Ist das richtig so?
Das sieht nicht richtig aus. Das sieht gar nicht richtig aus. Okay. Zeigt der jetzt Strom oder nicht? Ah, okay. Ah, im Normalbetrieb. Doch, er ist im Normalbetrieb. Im Normalbetrieb, Wasserkraftwerk. Aha, aha, aha. Ausgangsleistung. Oh. Hallo? Guck zurück. Unterhalt? 3200 die Woche. Hey. Ah, hier, jetzt ist er wieder im Normalbetrieb. 48. Ich verstehe den nicht. Okay. Ich habe jetzt einen Damm gebaut. So, Wasserkraftwerk, ist egal. So, Freunde. Straße. Große Straße, bitte. Zap. Zap. Hab ich hier schon Wasser liegen? Natürlich nicht, hey. So. Und ja, kriegen müssen auf jeden Fall zwei Rohre legen. Das nützt alles nichts. Den Winkel kann wieder keiner erkennen da unten. Das könnten 90 Grad sein. So. Ihr wollt doch hier bestimmt ein dicht besiedeltes Gebiet, oder? Hier, komm. Dicht besiedelt, Freunde. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Bürogebiet. Ja. Und dann machen wir hier noch dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Zack, zack, zack. Und hier noch Wohnhäuschen dicht besiedelt, bitte sehr. Und jetzt habt ihr mal glücklich zu sein, kurz. Ich will noch was anderes nachgucken. Kreisverkehr. Kleeblattkreisverkehr. Der sieht natürlich auch richtig geil aus. Wenn hier noch irgendwas freigeschaltet. Entschuldigung. Hoppala. Hoppala. Das könnte man da so reinsetzen. Wieso? Wie? Ah, jetzt, okay. Aha, aha, aha. Schade, dass man das da nicht so einfach reinbauen kann. Da muss man wieder alles abreißen. Schade, schade, schade. Hier kann man das auch nicht immer. Aha. So vielleicht? Auch nicht gut. Oh Mann. Schade. Schade, schade, schade. Den hätte ich ja gerne noch gesetzt, aber da kommen wir bestimmt auch noch zu. Na, bist du wieder außer Betrieb? Natürlich. Erst wenn man draufklickt, oder wie? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das so dolle bringt hier. Kann ich das höher bauen oder so? Nee. Entfernung zu gering? Oh. Okay, ich verstehe es nicht ganz, aber ich dachte, hier wäre ein toller Platz dafür. Naja, 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 vielleicht ein andermal. Kann ich weiterbauen, geht auch nicht, ne? So einen dahin zu setzen macht ja gar keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Ich konnte nur so bauen. Mehr ging da nicht. Wie heißt das Ding? Hancockstraße. So, das Ding heißt jetzt erstmal Damm. Oh,
Nomen est Omen freigeschaltet als Achievement. Wahrscheinlich haben wir irgendwie drei Straßen oder so umbenannt. Ich weiß es nicht. Nomen est Omen. So. Gewerbegebiet haben wir auch gebaut. Bürogebäude haben wir gebaut. Aber ihr habt immer noch Bedarf nach Gewerbegebiet. Interessant, interessant. Studenten haben wir immer noch weniger, als wir haben müssten, scheinbar. Bau doch mal hier eine Schule rein. Das scheint hier noch versorgt zu sein. Ist ja geil. Feuerwehr? Auch noch. Cool. Polizei? Auch. Na, da haben wir aber wunderbar gebaut, würde ich sagen. Das haben wir aber schön hingekriegt. Und eventuell konzentriere ich mich weiter auf diese... Wo war das noch? Müllverbrennungsanlagen. Ich glaube, die sind gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt 5 Mülldeponien und kommen vorne und hinten irgendwie nicht klar. 81%. Heftig. Mano. Den müssen wir auch ausleeren. Der ist auch schon wieder bei 73%. Ausleeren. Ich stopp den mal bei 50%. Keine Ahnung. Keine Ahnung, du. Vielleicht baue ich den auch da rein. Weiß ich noch nicht. Wie sieht's denn mit Straße aus? Straße könnte ich hier noch reinziehen. Ja. Machen wir das doch mal eben. Und dann... lassen wir da noch ein paar einziehen. Ich hoffe mal, dass das mit der Verkehrslage so ungefähr hinkommt. Wir haben doch bestimmt... Ups. hier, der Knotenpunkt, der ist richtig Knaller. Das ist ein richtiger Knaller. So, eigentlich ist das hier falsch mit der U-Bahn-Linie, ne? Schüttorf dürfte keine U-Bahn haben, aber na gut. Es ist, wie im realen Leben, in Schüttorf ist alles unerwartet. Rappalidu, tralalila. Wie war das denn hier noch? Da sind alle versorgt, auch halbwegs versorgt und auch versorgt. Dann lass uns doch mal hingehen und die Leute hier auch noch bauen lassen oder Geschäfte oder wie machen wir es? Geschäfte wollen sie gerade mehr. Da. Hier ist wieder einer tot. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Krematorium kann ich bestimmt noch lange nicht. Zack. Hier auf der Seite machen wir das so. Und hier noch ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Bah. Komische Namen. Und dann könnt ihr wegen meiner auch noch... Strom? Strom! Oh, Strom ist knapp. Hallo! Strom ist knapp. Warte mal, was habe ich da jetzt gesagt? Eine Müllverbrennungsanlage baue ich da noch hin. War hier so in die Richtung würde ich gerne. Zack. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Strom. Bist du wieder außer Betrieb? Natürlich bist du außer Betrieb. Hey. Die durch den Damm strömen. Ah, jetzt ist er wieder im Normalbetrieb. Oh wei. Oh wei, oh wei.
Das hilft aber auch noch nicht so viel. Ausgangsleistung. Ich hoffe, da kommt jetzt ein bisschen was. Sonst habe ich ein Problem. Der hat seine 12 Megawatt. Müllfahrzeuge 10 von 27. Und der? 1 von 27, ehrlich. Oh, der ist am Limit mit seinen 15 Müllwagen. Okay. Neues Gebäude. Jo. Jo. Bahnhof. Vielen Dank. Ich weiß Bescheid. Ich will keinen Bahnhof. Ich will das nicht. Das mit der U-Bahn hat mir schon gegrillt. Aha. Hier ist also auch Tabula Rasa. Ich will mal gleich mit Kanonen auf Spatzen, aber es, ich weiß nicht. Kleiner Kreisverkehr? Warum ist der Große vor dem Kleinen eigentlich? Der Ort ist bereits belegt. Neues Gebäude. Ach, guck mal, der Güterzugbahnhof. Ja, ich weiß. Manno. 30.000 Bevölkerung. Nö, 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 nö. Lass das mal. Oh, sind auch schon ein paar verstorben. Ich will den Friedhof immer bei der Müllentsorgung suchen. Ich will immer da drauf klicken für den Friedhof. So. Ein bisschen makaber. Jetzt haben wir aber hier tatsächlich ein kleines Problem. Ich mach mal Folgendes. So. Einen großen Kreisverkehr. Kann ich da nicht reinbauen? Echt nicht? Echt nicht? Doch, der geht. Komm schon, der geht. Ich weiß es genau. Der geht auf jeden Fall. So. Da kommt jetzt ein großer Kreisverkehr hin, ob ihr wollt oder nicht. Das Ding da auch noch abklöppeln. Ja, bitte sehr. Und... Muss ich die Häuser dann auch wegknüppeln? Oder ist das ein... Ach, das ist meine Müllverbrennungsanlage, ne? Gut aufgepasst, Jungs. Gut aufgepasst. Das ist meine U-Bahn-Station. Kann ich die denn versetzen, ohne dass sie mir aufs Dach steigt? Nicht so, ne? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Die schöne U-Bahn-Station, Kinder. Stellen wir dahin. Vielleicht kommen wir ja gleich nochmal dazu, die wieder aufzubauen. Ja, und jetzt? Jetzt klappt es immer noch nicht wegen dem Teil hier. Wetten. So. Yay! Irre. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ganz ehrlich. Oh, den knüppeln wir damit dran. Den knüppeln wir damit dran. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Schande. Schande, Schande. Okay, und hier meine Haltelinien, das kriege ich nicht wieder hin. Ah, Leute. Manu. Passt das denn jetzt oder auch noch nicht? Oh, ätzend. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Haltestelle verlegen. Haltestelle verlegen. Okay. Nicht gut. Nicht so gut. Ich hasse es.
Buslinien nein, U-Bahn-Linien ja. Guck mal, der fährt da doch jetzt durch, oder nicht? Oh Mann, ey. Also diese Linie fährt von hier nach dort und scheint ja komplett... Oh Gott. Das wird aber ein Spaß. Das wird ja ein richtiger Spaß. So. Ach, guck mal, jetzt ist das komplett. Interessant, interessant, interessant. Aber warum? Gehörten die einfach nur noch zu dieser Haltestelle oder wie? Okay. Oh. Mit Escape kommst du da nicht wieder raus. Wunderbar, gut zu wissen. Ich überlege noch, ob man die Tunnel hier lässt oder abreißt. Wir werden es erleben. Das lasse ich erstmal so stehen. Und was hätten wir denn dann hier noch? Gebäude entleert sich und das Gebäude füllt sich und der hier. Ah, der hat jetzt auch wenigstens eine Ausgangsleistung. Vielen Dank. Könnte man hierhin bauen, oder? Das wäre doch in Ordnung. Dann freuen die sich hier ein bisschen mehr, weil hier haben wir ja Wohngebiet und die wollen diesen Verschmutzungsgrad da nicht. Strom schon wieder, ehrlich? Oh mein Gott. Und da auch noch? Na, außer Betrieb. Ich verstehe das Wasserkraftwerk nicht. Ich verstehe das nicht. Wie? Im Normalbetrieb? Okay. Außer Betrieb. Kann ich hier mir irgendwie was... Beraterhilfen. Bauen Sie Straßengrenzen? Ja, ja, ja. Irgendwie klappt das aber nicht so. Wie ich mir das gewünscht habe. Ich wünschte, es wäre doch viel schöner. Aktiv verbunden. Fehlt uns denn? Ort ist bereits belegt, ja. Finde ich auch gut. Was macht das Ding denn? Mit Hilfe der gewaltigen Wassermengen, die durch den Damm strömen, wird Strom erzeugt. Ja. Kann doch nicht so knifflig sein. Na gut. Abwasser? Oh ja, da müssen wir uns tatsächlich mal um Wasser kümmern. Ich hole mir mal diesen Bezirk. Dankeschön. Und dann bauen wir... ich würde mal sagen von... Na? Komm her, du. Ja, von hier bauen wir dann da wieder rein. Und... hier läuft die Suppe raus. Ein neues Abwasserrohr, bitteschön. Eine schwierige Entscheidung. Ich nehme diese Position und lasse da nochmal Abwasser raus. Jetzt dürfte das gleich nach oben springen bei Abwasserklärung. Ne? Stimmt.
Düsen. Zack, jawohl. Aber die Wasserverfügbarkeit ist doch noch niedrig. Ach, hier ist kein Strom. Oh, oh, oh. Komm mal her. Da stelle ich dir zwei Windräder hin, das läuft. Im reduzierten Betrieb, nicht genug Strom. So, jetzt ist er im Normalbetrieb und Wasserverfügbarkeit ist auch wieder oben auf. Yippie! Sehr schön. Sehr, sehr schön.